Maven von herzlich willkommen zu einer neuen Folge Descenders. Ja, wir befinden uns heute auf der Mario Kart bzw. Brothers Castle, so heißt es ja. Und da steht schon drin, es ist wirklich schwer. Man soll wohl eigene Checkpoints verwenden. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen, ohne mal einen Checkpoint zu setzen. Für alle, die neu sind, ja, könnt ihr gerne abonnieren, um mich zu unterstützen. Okay, hier geht's schon krass steil hoch. Lol. Okay. Jo. Alles klar. Hä? Warte mal, was für ein Bike fahre ich hier gerade? Ich glaube, ich brauche eins, das tatsächlich mal ordentlich Schub hat. So, wir brauchen ja auch einen guten Schwung eigentlich, ne? Um hier hochzukommen. Puh! Okay. So, ich habe jetzt mal das Bike gewechselt, damit wir hier ordentlich Beschleunigung mal haben. In dem Laden. Und jetzt hier auch mal irgendwie zusehen können, dass wir hier hochkommen. Ja, moin! Alter, das... Hä? Okay, man muss schon ein paar Kilometer fahren hier. Aber ich glaube, wenn wir den ganzen Schwung hier nicht mitnehmen, dann kommen wir da nicht hoch. Ich sehe auch nichts von der Map. Junge, warum ist das denn so steil? Oh mein Gott. Nein! Müssen wir denn überhaupt da hoch? Mal eine andere Frage. Kann ich die einfach andersrum fahren? Das ist hier eigentlich der Trick des Jahrhunderts. Du fährst die Map einfach andersrum. Oh. Moment. Von wo kommt der? Guck mal, hier kommt er eigentlich so angeflogen, ne? Kann man hier überhaupt lang, mal eine doofe Frage? Oder wie funzt das hier? Normalerweise fährst du halt hier hoch, ne? Hier hoch? Das ist eine Richtigkeit? Nee. Nee, das macht irgendwie ja gar keinen Sinn. Hä? Bruder? Was ist los? Was hast du da für eine Map gebaut? So, hier die Kurve nehmen. Oh, hier haben wir verkackt. Ich brauche halt Schub. Beziehungsweise eigentlich habe ich dafür dann wieder das falsche Bike, ne? Ach, das ist so ein Zwiespalt. Eigentlich brauchst du eine gute Beschleunigung und eine gute Endgeschwindigkeit. Damit du hier so hochpacen kannst. Lol, Dude, leg dich doch nicht immer auf die Schnauze. Das kann nicht wahr sein. Mann, oh Mann, oh Mann. Hopp! So, jetzt zieh. Zieh, Junge, zieh! Ja! Let's go! Nein! Doch! Und Bunny Jump! Huah. Nein! Verkackt. Mal unfähig. Zack. Ja, Junge. Zieh mal vor. Ja! Oh, das sieht gut aus. Nein! Ich hab's verkackt! Oh, das war richtig gut. Und ich bin da in den Tod gesprungen und ich hab's wieder verkackt. So, jetzt aber. Oh, das macht fertig. Aber ich gebe nicht auf. Komm, zieh, Junge, zieh. Zieh, zieh, zieh. Kann ja nicht sein, dass wir hier schon in der ersten Challenge verkacken. Nein! Ich weiß nicht, ob man bremsen muss, um dann mal kurz da so safe stehen zu bleiben. Ich hab das Gefühl,
Gefühl, ich muss die ganze Kacke hier auch nicht fahren, weil ich eh nicht so an Geschwindigkeit gewinne. Aber ich weiß es nicht. Huh! Oh! Ja, Alter, das war close. So, wir setzen hier mal einen Checkpoint hin. Okay, das haben wir. Das sieht gut aus. Oh, das sieht richtig gut aus. Alter Junge, ja, zieh, Bruder, zieh. Richtig gut. Jawohl. Und jetzt nehmen wir hier die Rampe. Die sichern wir uns definitiv mal kurz. So, ich höre zwar nichts, ob wir den Checkpoint gesetzt haben, aber bestimmt. So, hier geht's ja eigentlich runter. Hä? Hier müssten eigentlich so Rampen stehen, oder nicht? Alter, aber hier wirklich ganz... Lol? What the fuck? Was passiert hier? Moment. Wie muss ich denn da jetzt runter? Hier so rein? Und dann hast du irgendwie so einen Boost oder so? Hab ich noch nicht ganz verstanden. Oh. Ja gut, man muss natürlich auch ein bisschen was da reinspringen, ne? So ganz ohne geht dann auch nicht. Fuck. Das war natürlich auch noobig. Ach Junge, warum... Warum in den Instant sterben? Der erste Versuch war doch gut, eigentlich. Eigentlich. Oh mein Gott. Alter. Der, die das hat, das überlebt. Wie auch immer das ging. LOL! Oh, fuck. Okay, jetzt verstehe ich, was dieser Boost hier soll. Ja, nein! Knappe Kiste. Und jump! Oh mein Gott! Oh, fuck! Alter, ich glaube, ich darf nicht springen. Alter, ich fliege ja wirklich bis nach dem Buktu. Aber ohne Sprung komme ich ja nicht rum da. Das ist ja irgendwie alles ganz wild. Ich muss, glaube ich, hier unten ein bisschen was hoppen. Oh, aber ein bisschen was ist auch nicht gut. Oh, Scheiße. Okay, du fliegst dahin, wo du hinguckst. Das ist ja schon mal interessant. Scheiße, warte mal. Das heißt, wenn ich in die Luft gucke, dann fliege ich einfach ein bisschen nach dem... Alter, Junge. Bruder, mach jetzt nicht niesen. Oh, Mann. Zieh doch! Jetzt geh doch da hoch, mein Freund! Du hast doch die ganze Zeit gemacht, warum nicht jetzt? Och Mann. Ja, das sieht gut aus. Alter, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. So, jetzt hier die Rampe hoch. Hier kommen nochmal dieselbe Steine runter. Dann hat man hier einen Boost, springt rüber und macht noch einen geilen Jump. Ich bin jetzt ernsthaft auf der Zielgeraden gestorben. Ernsthaft. Ey, das ist für eine neue Bestzeit. Nein! Okay, das war echt nicht so schwer. Die Runde war auch echt kurz, muss ich sagen. Lol. Ah, okay. Es gibt kein Ziel. Ah, so ist das. Das ist ja eine Schweinerei. Na gut, ich würde sagen, die Map hat eigentlich recht viel Spaß gemacht. Die war zwar relativ kurz, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Der Start war ein bisschen was kompliziert, muss ich sagen. Aber, ja, hat man auch gut hinbekommen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.